Hallo liebe Leute, ich bin Patrick von Kajak Guru. Wir haben heute wieder ein neues Produkt vorzustellen, nämlich das Melka Röttlöger. In dem Fall ist es die HV-Variante. Wir haben hier HV und LV bei uns. Wie ihr sehen könnt, ist es heute mal ein bisschen anders hier im Hintergrund. Wir befinden uns auf dem Messegelände der Boot und Fun. Im November jedes Jahr findet die Boot und Fun statt. Letztes Jahr hat es leider Corona-bedingt nicht stattgefunden. Jetzt sind wir hier in unserer Messehalle. Wir haben noch ein weiteres Video, wo ihr mal sehen könnt, wie das bei uns so auf der Messe abläuft. Und jetzt nutzen wir hier mal gerade den Freitagvormittag, um euch das Produkt vorzustellen. In den weiteren Videos werdet ihr auch das Modell Ulven Röttlöger erklären wir heute. Und auch ein Interview mit der lieben Mi von Melka Kajaks, ist ein schwedischer Name, ich habe ein bisschen gebraucht, um das aussprechen zu können. Werden wir noch ein kleines Interview machen, um allgemein mal so ein bisschen die Marke vorzustellen. Jetzt gerade stehen wir hier vor dem Röttlöger. Aus meiner Sicht das coolste Boot von Melka. Wie man halt auch sehen kann, das Design ist fantastisch. Also ich habe persönlich, ich mache das jetzt ja seit 10 Jahren, wie ihr vielleicht schon wisst, oder halt auch nicht, also ich mache es seit 10 Jahren. Ich habe noch nie so ein schönes Boot gesehen, weil es halt einfach irgendwie vom Design her richtig ansprechend ist. Ja, wenn man jetzt sich andere Boote mal anschaut, ich persönlich finde den Kajakmarkt, was das Design angeht, manchmal ein bisschen lame. Und hier ist es halt einfach ein bisschen mit Power und schönem Design und einfach mal was anderes. Ja. Kommen wir mal ganz kurz hier auf das Material zu sprechen. Also das, was wir hier in der Optik halt auch mit haben, kommt hierdurch zustande. Das hier ist ein Leinenstoff und dieser Leinenstoff, der wächst zum Beispiel in Frankreich und wird damit verarbeitet. Ja, das heißt, das sieht nicht nur wahnsinnig geil aus, sondern hat halt auch noch einen kleinen ökologischen Hintergrund, dass wir halt wegkommen von diesen Glasfasermatten. Sind natürlich auch noch mit drin, weil ansonsten so stabil ist dieses Material leider nicht. Aber in Kombination sieht es halt geil aus und wir tun halt noch ein bisschen was für die Umwelt. Also so in dieser Faser sieht das Material aus. Das wird hier halt dann einfach mit rein verarbeitet. Dadurch kommt dieses schöne Design zustande. Aber das Boot kann natürlich auch mehr als nur geil aussehen. Ja, also wir reden halt hier vom richtig schönen See-Touren-Kajak. Ich bin damit selber auch schon auf der Ostsee gefahren in Svendborg, war ziemlich cool. Ist aber jetzt halt nicht nur für Ostseegewässer geeignet, sondern halt auch für unsere Hafenregion, sage ich jetzt mal, oder größere Seen. Man kann mit dem Boot auch super surfen. Beim Röttlöger ist es halt so, das Unterschiff hat halt einen Kielsprung noch mit drin. Und das ist quasi halt, krass gesagt, wie so eine kleine Banane. Ja? Also das geht halt vorne und hinten in so einer schönen Bauform hoch. Und das macht das Boot halt auch nochmal schön wendig. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel durch den Spreewald fahren sollte, kannst du halt das Boot mit einem Paddelschlag oder halt auch durchs Ankanten, lässt sich wunderbar ankanten, schön drehen. Also du kannst es halt mit der Hüfte schön steuern oder halt auch mit dem Paddelschlag oder halt auch in Kombination, um natürlich den bestmöglichen Radius zu kriegen. Aber es läuft auch fantastisch geradeaus. Also das ist so von den Fahreigenschaften einer der coolsten Kajaks, die ich bisher in dieser Länge und in diesen Bereichen gefahren bin. Macht Spaß. Wir haben halt hier vorne in dem Cockpit-Bereich die Tagesluke, die halt hier komplett auch mit einlaminiert ist, die halt hier schön zu erreichen ist. Das hier ist die Skeg-Box, also damit können wir das Skeg rein- und rausfahren, direkt auch hier bequem vom Cockpit aus einmal zu sich ziehen. Skeg geht raus. Was ein Skeg ist, gehen wir gleich nochmal nach hinten, zeige ich euch gleich. Und du hast halt alles hier schön griffparat. Hier vorne passt noch eine Wasserflasche mit rein. Und hier hast du eine Schottwand mit drin. Wie man halt sehen kann, hier sieht man es jetzt ziemlich gut, ist halt dieser ganze Flex-Fiber, also das Leinenstoffmaterial, ist halt hier überall mit reingebaut. Das heißt, selbst auch im Innenbereich hast du halt dieses schöne Design hier noch mit drin. Und hier hast du echt massig Platz. Also hier kannst du easy ganzes Wochenende mit unterwegs. Ja. Oder eine Woche, wenn du halt gut packst. Ja. Wollen wir uns mal reinsetzen, ne?
Körpergröße hat sich nicht verändert. Immer noch 1,88. Eigentlich 1,87. Ich habe ein bisschen gemogelt. Ein bisschen auf den Ton aufpassen. So, auch wie man hier sehen kann, ich bin gestern damit hier auf unserem Wasserbecken gefahren, deswegen habe ich die Fußrasten schon eingestellt. Wie man die einstellt, zeige ich euch auch gleich. Ist von SmartTrack, eine sehr hochwertige Steueranlage. Also ist jetzt auch kein Billigkram, sondern allgemein das Boot ist halt auch sehr, sehr, sehr hochwertig. Kleiner Tipp, was heißt kleiner Tipp, aber kleiner Hinweis, GFK-Boote, für diejenigen, die es nicht wissen, werden immer in Handarbeit gefertigt. Also es gibt keine Maschine, wie bei Polyethylen, PE, Plastikbooten, wo es halt maschinell hergestellt wird. Hier ist wirklich Handarbeit gefragt. Ja, das sind zwei verschiedene Schichten. Diese Unterschicht und die Oberschicht werden separat voneinander produziert. Und dann gibt es die sogenannte Hochzeit, das heißt, das Oberschiff und das Unterschiff wird dann miteinander verbunden und dann miteinander fixiert. Und da sieht man halt hier an dieser Kante, die es halt hier gibt, da wird dann halt, sind halt diese beiden Verbundplatten. Ja? Das heißt, Handarbeit bedeutet auch, dass es auch mal irgendwo einen ganz, ganz kleinen optischen, keine Ahnung, bei einer Linie zum Beispiel, ja? Dann hast du irgendwie vielleicht mal so einen ganz kleinen Ruckler drin. Also das passiert ja halt bei handgearbeiteten Booten, wo es halt irgendwie auch ein Design gibt, was halt wie jetzt hier zum Beispiel halt auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Also wenn du jetzt hier ganz genau mal hinguckst, siehst du halt, dass es halt nicht wirklich auf den Millimeter haargenau ist. Ja, also ist halt Handarbeit. Macht die Sache aber auch schön. Jedes Boot ist ein Unikat. Vom Sitzen her, gestern, wie gesagt, damit gefahren. Du sitzt ziemlich geil drin. Du hast hier hinten so eine schöne Rückenlehne, die mir ja, ein optimales Gefühl gibt. Kannst dich auch hier schön lang machen. Die Rückenlehne gibt auch ein kleines bisschen nach. Und durch die eingearbeiteten Schenkelstützen haben wir halt auch hier einen schönen, kompletten Halt im Boot. Ja, die sind hier auch nochmal mit eingepolstert. Wirklich schön, also du hast einen richtig schönen Halt in diesem Boot und gefällt mir persönlich sehr, sehr in diesem Boot. Wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich wäre jetzt noch ein bisschen größer, die Fußraste kann ich jetzt hier noch um einiges weiter vorpacken, also ich würde jetzt einfach mal frech behaupten, so bis Körpergröße 1,95, 1,98, 2 Meter, wenn du vielleicht jetzt nicht die längsten Beine hast, passt das schon. Aber am besten das halt immer beim Fachhändler ausprobieren. Wie ihr sehen könnt, ich kann die Fußrasten super, Ton läuft noch, ich kann die Fußrasten super easy hier halt auch in dem Cockpit verstellen. Wie das funktioniert, gehe ich dann mal drauf. Auf der Seite haben wir natürlich auch eine Steueranlage, die ich hier an meiner linken Seite ganz einfach hoch und runter lassen kann. Fußpedale wie gewohnt mit den Fußspitzen am Steuern, rechts und links steuern. Das Gag hier, also alles, was ich eigentlich brauche, findet in diesem Cockpit-Bereich hier statt. Wir sind jetzt auch noch mal kurz hier auf dem Wasser. Wir haben ja hier dieses Testbecken. Also, man hat hier ein schönes Gefühl im Boot. Und was halt hier auch auf dem Wasser gut funktioniert, diese ganze Bedienung, können wir gleich noch mal hier durchgehen. Hier vorne kann ich halt mein Telefon entspannt reinschmeißen. Okay, also iPhone 13 Pro Plus, keine Ahnung, was das hier ist. Das passt da auf jeden Fall nicht rein. So, if something happens and the boat blows away from you, what the fuck are you gonna do if your phone is in the boat? Also, Mi hat gerade gesagt, was ja natürlich auch einleuchtend ist, das Telefon muss natürlich da gar nicht reinpassen. Weil wenn ihr absauft, muss euch ja irgendjemand retten. Und wenn das Telefon da mit drin ist und ihr irgendwo in den Fluten der unendlichen Weiten unterwegs seid, dann nützt euch das natürlich auch nichts. Hast du recht? Wie man halt sehen kann, auch mit einem normalen Paddelschlag ist halt dieses Boot extrem wendig. Ich mache jetzt hier einen Bogenschlag. Kann quasi auf der Stelle komplett hier drehen. Ist echt cool.
Muss halt immer so ein bisschen schauen bei den Kajaks, wenn du jetzt hier in so einem kleinen Becken hier unterwegs bist, dass du dir halt nicht die Steueranlage da zerschießt. Bin wieder draußen, Boot bockt auch wieder auf. Hier hinten haben wir die sogenannte Smart Track Steueranlage. Wie man das hier auch sehen kann, komm ruhig ein bisschen dichter. Wie wir das halt auch hier sehen können, haben wir halt hier auch eine schön ausgearbeitete Seilführung auch bei dem Boot. Ja, also das ist wirklich vom Design her allgemein wirklich ein Augenschmaus, muss man sagen. Ja, also ich bin da total begeistert von. Steueranlage können wir halt hier, wie gesagt, runterlassen. Einfach hochziehen mit diesem Seil. Dann ist hier halt durch eine Spirale die Steueranlage immer auf Spannung und dadurch können wir das halt hier einfach runterziehen und durch die Feder geht es halt komplett alleine runter. Das haben wir hier. Hier halt wieder hochziehen. Und jetzt können wir halt auch mal den Skeg zeigen. Einfach runterlassen. Und der befindet sich dann halt hier in dem Bereich. Kann einfach runtergelassen werden. Schön große Luke. Hier haben wir auch noch eine schöne Sitzpolsterung. Also man sitzt wirklich fantastisch drin. Und hier im Innenraum haben wir halt diese Fußrasten. Und das ist eigentlich bei Smart Track überall immer das Gleiche. Das heißt, wir können die hier einfach anheben, nach vorne oder halt auch nach hinten schieben. Und durch die Umlenkrollen, also die Seilführung ist vorne befestigt, geht über zwei Umlenkrollen rüber, schießt dann einmal nach hinten und dadurch können wir halt mit der Steueranlage oder Quatsch, mit der Fußraste das auch mal während der Fahrt ein bisschen einstellen, wenn man mal die Beine ausstrecken will oder ein bisschen fester drin sitzen will, könnt ihr die Fußraste ganz bequem einmal anheben, nach vorne und innen schieben. Durch diese Umlenkrollen müsst ihr es halt nicht immer irgendwie nachfummeln, ja, wie man es vielleicht bei anderen Booten kennt, dass man da nochmal irgendwie nachjustieren muss oder es nochmal nachstellen muss. Kein Problem, könnt ihr hier ganz easy machen. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, wir haben hier wirklich extrem viel Platz. Hier haben wir noch eine schöne Tagesluke. Hier kannst du, keine Ahnung, wie viele Wasserflaschen hier reinpacken, dass du halt alles halt brauchst. Ja, also hier, ein ganzer Arm passt hier rein. Also du hast halt hier in diesem Bereich komplett diese Schottwände noch mit drin. Der ganze Heckbereich dient auch noch mit zur Transportoption. Dann haben wir halt hier auch noch die normalen Deckbespannungen, wo du dir anhand von wasserdichten Packtaschen hier oben auch noch viel Stauraum mit verschaffen kannst. Fazit zu diesem Boot. Du kannst als Fortgeschrittener oder halt auch als Einsteiger, wenn du natürlich so ein kleines bisschen Ahnung haben solltest, GFK-Boote sind in der Regel ein bisschen anfälliger, was das Material angeht, als PE-Boote. Solltest schon so ein kleines bisschen Erfahrung oder halt auch ein Händchen dafür haben, sagen wir es mal so. Ist sehr einsteigerfreundlich, dadurch, dass es halt auch sehr kippsicher ist. Also wenn du Bock hast auf ein richtig schön durchdesigntes Boot, was geile Fahreigenschaften hat. Oder wenn du sagst, Mensch, hab mir jetzt mal irgendwie ein Einsteigerboot gekauft und will jetzt mal irgendwie was Geiles haben, will vielleicht auch mal auf die Ostsee, will vielleicht auch mal ein bisschen Touren fahren, will auch mal einfach Gas geben, nach Feierabend eine Runde drehen und will halt einfach ein optisch richtig geiles Kajak haben, bist du bei dem Röttlöger gut mit bedient. Kostet natürlich halt auch ein kleines bisschen mehr als jetzt, also das Boot kriegst du jetzt nicht für 800 Euro irgendwo zu kaufen. Qualität und halt auch die Verarbeitung und die Optik hat natürlich halt auch seinen Preis. Das lässt sich Melker damit ordentlich bezahlen. Aber aus meiner Sicht ist es jeden Cent wert. Am besten kommt ihr bei uns im Laden vorbei. In Berlin findet ihr uns. Unser Shop ist direkt am Wasser. Einfach mal ausprobieren, testen. Könnt ihr jederzeit bei uns machen und schauen, wie ihr auch drin sitzt. Das ist mal ganz, ganz wichtig beim Bootskauf. Ruft uns an, lasst euch beraten. Bei weiteren Fragen einfach kontaktieren und dann geht's los. Make-offs, take-outs, making-offs. Könnt ihr das ganz bequem separat. Was hier natürlich auch die Optik ein bisschen mit aussagt, ist natürlich halt auch das Material. Und hier haben wir ein Flexfiber. Wo ist das denn? Mi? Halt damit Mundschutz im Kajak auf dem Wasser. Junge, 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 dass ich das nochmal erleben darf.